Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf dem Caravansalon in Düsseldorf 2023. Ja, und clever Neuheiten für das kommende Modelljahr. Und die Lena ist an der Kamera. Wir haben uns extra hier, guck mal, vor diese wunderschöne Karibik-Insel hier gestellt. Und wir stehen jetzt hier schon vor der ersten Messeneuheit, nämlich unserem Flex 2023. Der Clever Flex 2023 ist also ein Fahrzeug auf 6,36 Meter Länge und ganz neu und praktisch die Weltneuheit jetzt hier auf dem Caravansalon ist das Schlafdach bzw. Aufstelldach. Chris hat drauf, Lena. Ja. Wunderbar. Das ist nämlich jetzt erstmalig so, dass wir den Flex als Längsschläfer zu einem echten Familiencamper machen können. Mit dem zusätzlichen Schlafdach oben, Liegefläche 2 Meter mal 1,10 Meter. So, wir gucken mal gerade so ein bisschen ins Fahrzeug rein. Und schon beim Einstieg wird den clever treuen Zuschauerinnen und Zuschauern direkt auffallen, wir stehen vor unserem neuen Ausbauholz. Ausbauholz Ahorn löst im Modelljahr 2023 den bisherigen Dauerbrenner Eiche Sonoma ab. Und Lena, Frage, wie gefällt dir das Holz? Es ist schöner wie das vorherige. Schöner? Ja. Kommt auch gut bei den Kunden an. Kommt gut an, ne? Sehr gut, ja. Wir fragen mal, hier ist auch jemand drin. Hallo zusammen, wie gefällt euch denn das Holz? Super schön. Ja? Schöne, helle Holz. Schönes, helles Holz. Wunderbar. Okay. Alles klar. Ja, Neuheit auch im Modelljahr 2023 und das bei allen Clever-Modellen, ob jetzt Tour, ob Runner, ob Celebration, ob Flex, ob Vario Kids und wie ich immer so schön sage, ob Miami, Hawaii, Van Nuys oder Chicago, wir haben den neuen Küchenblock, nämlich mit dem integrierten Gasstaufach, die Lena filmt mal hier rein und mit diesem Gasstaufach hier haben Sie also im Modelljahr 2023 folgende Möglichkeiten. Wenn Sie eine Dieselheizung bestellen, es gibt ja Diesel oder Diesel-Elektro, haben Sie die Möglichkeit, hier eine Gasflasche unterzubringen für das Betreiben des Kochfeldes. Und sollten Sie eine Gasheizung oder eine Gas-Elektro-Heizung bestellen, dann steht Ihnen dieser Raum als zusätzlicher Stauraum zur Verfügung, um vielleicht von außen auch mal Zugriff auf Utensilien zu haben, die Sie gerne auch außen benutzen möchten oder vielleicht einfach ein paar Schuhe unterbringen. Lena, was würdest du reintun? Schuhe. Du würdest Schuhe reintun, ja. Nee, ja. Utensilien. Im Urlaub hat man nicht so viele Schuhe dabei. Nee, ein paar Badelatschen oder so weit, ne? Ja. Kann man reintun. Ein paar Wanderschuhe. Wanderschuhe, Wanderschuhe ist auch. Ja. Ja, also Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein tolles Fach. Da fällt natürlich die Schublade im Innenraum weg, die untere. Gut. Irgend Tod muss man sterben, ne? Alles klar. Gut. Wir gehen mal rein. Und auch eine Neuheit im Modelljahr 2023. Lena, du kommst mal. Komm mal rein. Wir machen nämlich hier mal unser tolles neues Kochfeld. Da lüften wir jetzt sozusagen mal das Geheimnis des Tages, nämlich das neue Kochfeld mit dem neuen. Mit der neuen Anordnung der Brennfelder. Wir haben die jetzt hier leicht versetzt und die Bedienung der Brennfelder erfolgt also jetzt hier in diesem vorderen speziellen Bereich. Und nach wie vor die praktischen Details wie tief gezogen, damit also das Wasser gut ablaufen kann bzw. der Reinigungsprozess ideal ist oder auch, das kann man noch dazu sagen, die Milch, die überkocht, bestmöglich abgewischt werden kann. Haben wir diese durchgehende Geschichte. So, ich probiere mal jetzt das Rost hier abzunehmen, ob das auch gut funktioniert. Ist Premiere für mich, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich nehme es mal ab. Da. Ja. Mit einem Griff. Und die Lena ist selber Camperin. Lena, das war echt cool, oder? Ja, kann man gut waschen. Kann man gut waschen, ist sehr pflegeleicht, ja. Und eine tolle Neuheit. Das Kochfeld ist wie immer von Dometic. Und ja, ist eine tolle Weiterentwicklung. Ja, was gibt es sonst Neues? Wir haben jetzt hier in dem Flex, der hat ja den Grundriss vom Runner, also mit Längsfetten hinten,
eben den Vorteil, dass es das ideale Fahrzeug ist für Menschen, die eben eine Körpergröße haben von über 1,90 Meter. 1,90 Meter ist ja die normale Stehhöhe, die wir bei unseren Reisemobilen mit dem H2-Dach haben. Hier haben wir jetzt das H3-Dach. Und ja, da sind nach oben unendliche Weiten. Was jetzt auch ganz praktisch ist, auch unendlicher Stauraum. Ne, denn Sie haben ja hier bei diesem Fahrzeug die Möglichkeit, optional dieses Schlafdach da mit zu bestellen. Hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Chris hat drauf. Ja. Da ist es. Mit LED-Beleuchtung übrigens. Sieht man das auch? Ja, ein bisschen. Alles cool. Ne, sonst film doch mal einmal da oben rein. Warte mal, ich schwenk mal noch zur Seite. So, stehst du mal eben auf und hältst das Ding einfach mal hoch. So, und jetzt noch mal so ein bisschen schwenken. Ja, ist doch super, oder? Genau. Also diese LED-Beleuchtung ist jetzt serienmäßig im Schlafdach. Und wir haben auch gleichzeitig noch einen USB-Port, damit diejenigen, die oben pennen, auch die Möglichkeit haben, mal Handy oder so zu laden. Ja, für Familien ganz wichtig, wir brauchen Stauraum und durch die Dachhöhe H3 haben wir praktisch doppeltes Schrankvolumen hier, nämlich nicht nur den unteren Bereich, sondern auch noch hier den oberen. Das zieht sich im Grunde genommen durchs gesamte Fahrzeug. Auch hier über dem Dinette-Bereich haben wir doppelten Stauraum. Und wir haben hier im hinteren Bereich natürlich die gleichen Möglichkeiten. Kleidung bestmöglich hier unterzubringen. Also Platz ohne Ende. Kombinierbar natürlich auch noch mit dem großen 140 Liter Kühlschrank. Hier ist jetzt der Vitrifrigo 90 Liter drin, aber 140 stehen natürlich auch nach wie vor zur Verfügung. Ja, und für all diejenigen, die sagen, Mensch, Stauraum ist ja super und Familie möchten wir ja auch mitnehmen, aber wir sind jetzt gar nicht unbedingt über 1,90, gibt es nämlich noch den kleinen Bruder, nämlich den Maxi-Van. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Ich gehe mal vor oder die Lena geht vor? Nee, geht vor. Ich gehe vor. Wir, okay. Wir folgen. So, ja, wir sind ja in der Karibikzone sozusagen. Und in der Karibikzone steht dann auch unser Maxi-Van. Hier haben wir also ein Fahrzeug mit 6 Meter Fahrzeuglänge, einem Querbett. Der untere Grundriss ist identisch mit dem vom Celebration. Und aber zusätzlich eben noch mit der doppelten Schrankkapazität durch das H3-Dach und eben ideal geeignet auch für Familie, weil Hochdach dabei ist. Und der Ralf, das ist ja der Vater des Gedankens, hier unser clever Chef, der hat natürlich es sich nicht nehmen lassen, wieder dieses Highlight der clever Sitzkonstruktion auch wieder zu verbauen, nämlich hier unseren Zusatzsitz, der im Bereich des verkürzten Küchenblocks steht. Jetzt muss ich das, was ich eben gesagt habe, kurz relativieren. Das ist das einzige Fahrzeug oder mit der Option verkürztem Küchenblock gibt es eben nicht dieses Gasstaufach. Das fällt dann weg. So, jetzt schauen wir uns das mal mit dem Sitz hier an. Also man kann also den Fußbereich ganz einfach runterklappen und dann den Sitz hier so konstruieren. Und ein vollwertiger Sitzplatz mit Dreipunktgurt ist natürlich schon eine ganz tolle Sache und macht eben, ich sag mal, dieses Auto zu einem echten 5-Personen-Reisemobil. So, ich klappe das mal wieder hoch. Und da sehen Sie das also auch mit einem Handgriff getan. Der Sitz selber, der ist natürlich herausnehmbar, sodass Sie, wenn Sie die 5 Sitzplätze nicht benötigen, aber sagen, ich möchte den Sitz gerne in Reserve haben, das kein Problem ist. Ja, die Schränke sind bei diesem Fahrzeug genauso wie bei unserem Modell Flex, doppelt von der Staukapazität und in Kombination eben mit dem Querbett und mit dem optional möglichen Schlafdach hier oben eine ideale Variante für alle die, die gerne mit kompakten Außenmaßen auf 6 Meter Länge gerne mit 4 oder 5 Personen verreisen möchten. So,
Jetzt verlassen wir hier unseren Karibikbereich und gehen mal Richtung einer Stadt, nämlich unserem Beratungsbereich hier. Und wir gehen jetzt mal in die Prototypenzone, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir haben also jetzt erstmalig Premiere, nämlich unseren Clever auf Mercedes-Basis. 6 Meter. Damit er richtig auffällt, haben wir also hier auch mal so ein bisschen Beklebung drauf gemacht. Und dieses Fahrzeug ist also ganz besonders, weil wir bei Clever jetzt die Möglichkeit haben, in Kürze, also es sind Prototypen, auch auf Mercedes zu bestellen oder auf Renault-Basis. Und wir gehen einfach mal hier ums Fahrzeug drumherum. Vorne fangen wir an. Das ist also jetzt hier sozusagen so ein Experiment. Ja, wir gehen mal weiter. Und Sie haben jetzt Glück, weil dieses Fahrzeug ist offiziell nicht zugänglich. Wir machen das jetzt aber mal trotzdem. Ich nehme einfach mal dieses Absperrding weg zur Seite und lade Sie ein, mal so ein bisschen zu spionieren. So, Achtung, Trommelwirbel, Zugang zum Mercedes. Also, erstmal Trittstufe sowieso klar, ist nichts Besonderes, ist bei Clever ein Standard und gehört zur Serie. Und jetzt kommen wir schon mal zu dem, was sehr praktisch ist, nämlich... Was brauchen wir als erstes am Stellplatz? Wir brauchen als erstes Kabel. Ja? Und das war beim Vater des Gedankens, bei unserem Ralf Gösser, natürlich auch eins der Dinge, wo er gesagt hat, Mensch, das Erste, was wir brauchen, muss auch das sein, was am einfachsten zugänglich ist. Wir haben also jetzt hier dieses Anschlussfach praktisch für Kabel und Utensilien, die direkt griffbereit sein müssen. Bumm. Dann Kühlschrank von vorne zugänglich. Und dieses Fahrzeug ist nämlich jetzt hier ein 6 Meter Fahrzeug mit Längsbetten und dem Vario-Badezimmer. Das schauen wir uns gleich nochmal an. In der Zwischenzeit setze ich mich mal hier auf unseren Tisch und schwenke den mal raus. Wir haben nämlich hier jetzt die Sitzgelegenheit. Also ist ja ideal geeignet für 2 Personen. Hier sehr schön mit der Kanzel. Hast du drauf? Ja. Hast du alles drauf? Hier sind Ablagefächer. Wir haben USB-Steckdose, 230 Volt Steckdose. Hier alles mit im Umfang. Und hier ist theoretisch auch die Möglichkeit, ein TV-Gerät oder zum Beispiel ein Tablet zu fixieren. Ich schwenke das mal eben hier rein und lade die Lena ein, mal hier Platz zu nehmen auf unseren Sitzen. So, wunderbar. Genau, ja. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind in einem Prototyp. Ja? Also, Kommentare, das könnte anders sein und das könnte anders sein, sind natürlich willkommen. Wir leben ja davon, dass Sie sagen, wie Sie es gerne hätten. Und ich werde alles, was ich mitbekomme, natürlich praktisch ungefiltert an den Ralf Gösser weiterleiten. Und ja, hier ist jetzt das neue Küchenfeld. Wir haben Induktionsplatte. Und die war jetzt an. Ich mache sie mal eben aus. Ha. Und das ist jetzt über Strom. Wie es dann letztendlich in der Serie sein wird, müssen wir abwarten. Hier haben wir dann unser Waschbecken mit dem integrierten Wasserhahn. Auch sehr schön, natürlich Kalt- und Warmwasser, ist ja logisch. Und dieser tollen neuen Arbeitsplattenoberfläche, da muss ich der Lena, gucken Sie mal hier. Lena, pack die mal an. Mhm. Was sagst du? Nimm sie mal in der Hand. Ja, sehr schwer. Ja? Ja. Okay, also sehr solide und besonders hochwertig. Und dann geht es weiter mit unseren Schubladen. Natürlich auch wieder in der Tradition von Clever mit Vollauszug. Und diesmal hier bei Mercedes sogar mit Softclose. Ja, das ist also bisher auch bei Clever ja noch nicht der Fall gewesen, aber Softclose ist dabei. Und diese ganze Geschichte mit den Schubladen, wir können das hier mal vielleicht so demonstrieren. 1, 2, 3. Jetzt müsstest du mal aufstehen, Lena. 4, 5, 6. Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Schrank. Der Schrank steht auch noch zur Verfügung. Und hier im hinteren Bereich sind auch noch Stauräume, die
zur Verfügung stehen. Unabhängig mal von dem nächsten Schrank, wo wir mal reingucken wollen, und dem übernächsten. Kommst du da rum? Ich fahre mal die Schublade. Geht das? Ja. Ja, super. So, jetzt machen wir mal die Schubladen wieder zu, sonst kann die Lena nämlich nicht weitergehen. So, alles hier schön cool mit dem Softclose, da zieht sich alles ran. Natürlich Oberschränke. Wir haben also ganz tolle Scharniere hier von Häfele, die auch einen speziellen Softclose oder Verschlussmechanismus haben. Ist auch was Besonderes. Hier und natürlich über der Küchenzeile auch noch. Und was bei diesem Fahrzeug eben das Highlight ist, ist im Grunde genommen, dass wir hier die Möglichkeit haben, neben der Sitzgelegenheit, die wir eben schon vorne gesehen haben, hier im hinteren Bereich auch noch eine Sitzgelegenheit schaffen können, indem wir ganz easy hier das hochklappen. Dann nehmen wir uns die Sitzkissen, ich lege die mal eben hier rüber, einmal, so, dann können wir uns hier hinsetzen und jetzt ziehen wir uns nämlich den Tisch ganz einfach hier raus, zack. Und hier können wir dann auch mit zwei Personen prima sitzen, vielleicht ein bisschen rausgucken und ja, einfach mal die Umgebung genießen. Dieser Bereich hier der Sitzgruppe oder des Sitzens wird dann später umgebaut zum Bett. Das schauen wir uns auch noch an. So, wie geht das jetzt hier? Zack. Einmal wieder hier so rein, das war jetzt easy. So, also für mich ist auch Premiere. Ich habe das mit dem Umbau und mit dem Ganzen auch noch nicht gemacht. Ich muss mich da jetzt auch mal mit ein bisschen auseinandersetzen. Ich fange einfach mal an und es kann also durchaus sein, dass ich also auch an der einen oder anderen Stelle erstmal so ein bisschen gucken muss, wie das funktioniert. Und wir sind da ja relativ flexibel. So, ich glaube, ich habe es schon raus. Einmal hier und einmal da. Einmal hier und einmal da. So, jetzt ziehen wir mal hier dran. Und jetzt ziehen wir hier dran. Und dann legen wir mal diese Keile hier rein. Kriegst du das alles auf das Bild? Ja. Lena? So. So muss man noch ein bisschen drücken. So, haben wir schon mal einen Teil des Bettes fertig. Und jetzt gucken wir uns das auch noch im hinteren Bereich an. Da haben wir nämlich hier auch noch mal einen Auszug. Das sieht man jetzt nicht. Das hat man nicht gesehen, den Auszug. Genau. Ja? So, und dann können wir nämlich hier auch noch das Keilkissen drauflegen. So, jetzt haben wir hier eine tolle Liegefläche, die uns zur Verfügung steht. Und wir sind ja jetzt immer noch in einem 6 Meter Fahrzeug und das ist natürlich jetzt hier als Lenkschläfer ganz fantastisch. Die Lena geht mal gerade darüber. Und dann schauen wir mal hier ins Badezimmer rein. Und da haben sie dann die Möglichkeit, hier auf dieser Toilette wunderbar Platz zu nehmen und das zu erledigen, was man in der Regel alleine macht. Jetzt sehen Sie hier in dem Bereich ein Element, welches gleich zurückgebaut wird, weil wir die Möglichkeit haben, hier das Badezimmer zu erweitern. Das machen wir jetzt, indem ich also, wenn die Nachtruhe dann vorbei ist und Sie dann duschen wollen, können Sie es ganz einfach umbauen. Ich lege mal gerade die Kissen hier rüber wieder. Einmal. Und dann nehmen wir das Brett hier einmal kurz zur Seite. Legen das hier runter. So, Lena, das filmst du jetzt mal. Jetzt haben wir hier den offenen Bereich. Der war eben noch mit dem Ablagebrett hier verdeckt. Und jetzt nehmen wir einfach dieses Element und verändern das. So. Und hier ergibt sich jetzt dieses Großraumbadezimmer mit der Edelstahl-Duschtasse. Und kannst du das, siehst du da? Ja, das ist ein bisschen nah, wenn ich jetzt da reinkomme. Ach so, nee, aber kannst du das hier mal so ein bisschen auch am Boden, dass die Leute sehen, guck mal hier, wie viel Platz hier ist. Das ist Wahnsinn. Mhm. Ja, und da können sie sich hier wunderbar abduschen. Also das ist jetzt der Prototyp hier auf Mercedes-Basis. Und das ist also einfach mal ein Impuls, den wir jetzt schon mal so ein bisschen auf der Messe setzen wollen, um schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf die
Modelle zu geben, die eben in Zukunft kommen. So, jetzt gehen wir aber noch mal aus dem hier raus. Wir wissen noch gar nicht, wie er heißt. Clever Mercedes. Der hat doch noch gar keinen Namen. Der hat doch noch gar keinen Namen. Nee. Ne? Ja, haben Sie eine Idee, wie der heißen könnte? Schreiben Sie es einfach. Heribert so. Heißt er. Nee, so heißt er nicht. Wenn, dann vielleicht Ralf. Ne? So, wir gucken mal hier rüber und sehen jetzt hier einen Renault. Clever auf Renault-Basis. Ist also auch ein Prototyp jetzt auf dem Caravan-Salon Düsseldorf 2023 und auch ein kleiner Vorgeschmack. Ist also so, dass das Fahrzeug die gleiche Badezimmer-Idee hat wie auch der Mercedes. Wir haben auch hier einen vor Kopf montierten Kühlschrank und eine Drei-Personen-Dinette. Es ist eben so, dass der Renault ja etwas schmaler ist von der Grundkonstruktion und in der Tradition eigentlich beim Kastenwagen oftmals zwei Leute unterwegs sind und wir jetzt hier bei diesem Fahrzeug eben eine Drei-Personen-Dinette haben, was in der Regel auch ausreichend ist. Und durch diese Drei-Personen-Dinette haben wir innen eine ganz fantastische Bewegungsfreiheit, die eben ideal auch zu dem Renault-Chassis passt. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben vergessen, das Abspielband zuzumachen. Ja, jetzt mal ist egal. Müssen wir gleich. Hör mal, machst du noch mal das Absperrband da dran? So, wir haben ganz kurz einen Impuls gegeben. Ja, wir gehen mal weiter. Sie sehen also jetzt hier an der Stelle, kannst du da Chris hat drauf? Ja. Celebration 2023 auch wieder. Können mal gerade reinfilmen. In Kombination mit Ahorn und unseren Standardsitzbezügen ohne Aufpreis. Also das ist jetzt hier auch in der Kombination mit unserer Ausstattungslinie Silver Line, mit dem gebürsteten Alu-Design hier und den graumelierten Tisch- und Arbeitsplatten. Das ist Serie. Sitzbezüge Holz und Silver Line. Hier in dem Bereich. So, ich gehe mal hier so ein bisschen rum. Gehen wir gerade auf den Runner zu. Der Runner ist also ja unser Längsschläfer auf 6,36 Meter Basis. Und wir haben hier das Ausbauholz Eiche Tindari. Ausbauholz Eiche Tindari, wir gehen mal ein bisschen näher. Lena. Ist also ein bisschen dunkler vom Design. Und die Sitzbezüge hier sind Steppdesign braun-beige. Schon im letzten Jahr war also auf dem Clever Messestand die Farbe Bianco sehr stark nachgefragt und wir haben es uns nicht nehmen lassen, auch in diesem Jahr wieder Bianco zu zeigen. Es war jetzt eine lange Zeit fragwürdig, bieten wir es an oder bieten wir es nicht an, weil es kostet ja doch ein paar Mark Aufpreis. Aber hier in unserem 4x4 Tour haben wir Holzdesign Bianco mit unseren Oberschränken in Ahorn. Und Lena, ich würde sagen, du gehst hier einmal rein und filmst mal so durch. Schön, oder? Ja, wir haben also hier jetzt wirklich eine tolle Kombination von den Farben. Wir haben eben gesehen, Sitzbezüge in Steppdesign, in grau-schwarz, sehr elegant und dann eben in Kombination mit dem Ahorn und dem Weiß. Ich weiß nicht, das hast du auch drauf, ne? Ja. Gut. So gut es geht. Ja. Ach so, vielleicht drehst du dich noch mal um und zeigst noch mal Skyview. Mhm. Auch interessant. Auch noch mal einmal nach oben. Genau. So, mit Skyview haben und sie dann ja rundum Panorama. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wunderbar. Okay. Wir gehen nochmal auf den Celebration zu. Dieses Modell Celebration hat auch Bianco und wir haben da eine neue Variante der Ledersitze. Das komplette Lederprogramm hat sich 2023 bei Clever geändert.
Und wir haben jetzt zwei Lederstepp-Designs und zwei Lederfarben. Das gucken wir uns mal an. Bei diesem Fahrzeug jetzt auch wieder Bianco mit Ahorn. Und hier kannst du mal ganz nah ranfilmen, Lena, hier an den Sitzbezug. Hier haben wir den grauen Sitzbezug mit der Steppung eben in weiß mit schwarzer Kontrastnaht. Der Ralf Gösser hat mir gesagt, dass die Sitze mit bei... Mit grauer Kontrastnaht. Was? Es ist grau. Nee. Die Sitze sind nicht schwarz. Habe ich gesagt schwarze Sitze? Das sind graue, graue Sitze mit schwarzer Kontrastnaht. Hier ist doch schwarze Kontrastnaht, oder? Ah ja, okay. Warte, das sieht man gar nicht. Ja. Doch, ne? Hier schwarze Kontrastnaht. Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept. Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Also der Ralf, das ist ja hier der Chef, habe ich ja eben schon gesagt, Vater des Gedankens. Der hat also gesagt, die werden bei Recaro gestellt. Also wir haben also tatsächlich jetzt hier ein echtes, besonders hochwertiges Leder. Die Ledersitze sind auch ein bisschen im Preis angepasst worden, aber ist ein Highlight. Und wenn Sie das sehen und vor allem, wenn Sie reinkommen und riechen, das Leder, das ist direkt wieder, ist ein Traum. Also, grau mit, sagen wir mal, schwarzer Kontrastnaht, Lena, oder? Schwarz-weiß, ja. Okay, machen wir es so. Gut. Ja, nächstes Fahrzeug. Interessant, weil wir haben ja Silverline eben besprochen und jetzt gibt es noch Blackline in Design. Und Blackline in Design bedeutet, sag zusammen, bedeutet, oberhalb die Oberschränke sind in Dunkel gehalten. Tisch- und Küchenarbeitsplatte dann auch in Anthrazit. Vielleicht gleich auf dem Rückweg noch mal ein ganz kurzer Abstecher ins Fahrzeug, damit wir uns das noch mal genauer anschauen können. Dann gehen wir mal hier zum nächsten Modell. Auch wieder Celebration. Und hier haben wir jetzt die Ledersitze in Schwarz. Auch wieder mit der Recaro-Steppung. Und das ist also jetzt abgesetzt mit Weiß, vollkommen Weiß sozusagen, und gibt dem Fahrzeug, das leuchtet richtig, ne? Kommt ja, das auf dem Bild so raus, dass ja, das so leuchtet? Ja. So, leuchtet richtig, also auch ein sehr schöner Bezugsstoff. Hier haben wir jetzt mal die dunkle Küchenarbeitsplatte, das ist aber nur für die Messe so, weil normalerweise dunkle Platte bedeutet auch dunkle Leiste. Das ist eben auf der Messe, gibt es dann schon mal Fahrzeuge, die sind so ein bisschen besonders. Den können Sie so nicht bestellen. Mit dem Leder natürlich schon. Wir gehen rüber zum Tour. Beim Tour hat sich auch einiges getan. Ich gehe mal vor. Tour 540 ist ja einer der erfolgreichsten 540er Modelle überhaupt in der Kastenwagen-Szene. Und hat immer schon bestochen durch sein besonders komfortables Bett. Und wir schauen mal, was sich getan hat. Wir hatten ja schon über unser Gasstaufach bzw. den, ja, kann man sagen, Stauraum für Schuhe gesprochen. Und wir haben jetzt hier Bezugsstoff in Blau. Und bei diesem Fahrzeug haben wir auch die Doppelsitzbank verbaut. Die, kriegst du die drauf, Lena? So ein bisschen mal. Macht dieses Fahrzeug zu einem echten 5-Personen-Kompakt-Camper. Und beim Tour ist das Highlight, dass sich das Badezimmer komplett geändert hat. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ich mache mal hier ein bisschen Licht mit Bewegungsleuchte. Ach, guck hier, mit Bewegungsleuchte war das gerade. Also Badezimmer jetzt mit Bewegungsleuchte. Und das Badezimmer selber hier. Moment. Man sieht nur weißes Hemd. Nee, man sieht nur weißes Hemd. Und wissen Sie was, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Ich habe mich jetzt total vertan, weil wir gar nicht im Tour sind, sondern weil wir hier im Vario Kids sind. Oh. Das sehe ich auch gerade. Und das ist ja gar nicht schlimm, weil beim Vario Kids, da ist ja der Name Programm und deswegen auch die 5 Sitzplätze und auch hier hinten unser Etagenbett mit dem neuen Vitrit Frigo Slim Tower 150 mit 140 Liter Volumen und der neuen Schublade, die jetzt noch mal eine verbesserte Trennaufnahme hat. Ich war so im Flow eben mit dem Tour,
dass mir das aufgefallen ist, jetzt erst im letzten Moment, hier, dass wir im Vario-Kit sind. Ich dachte gerade, das Badezimmer ist ein bisschen groß für den Tour. Aber den schauen wir uns jetzt trotzdem an. Der steht nämlich direkt daneben. Du bist sehr schnell in deinen Bewegungen. Herr ja, okay. Dann muss ich mich ein bisschen langsamer bewegen. Vielleicht machst du mal so ein bisschen runter. Noch weiter. Und jetzt schwenkst du mal hier rüber, damit es gar keine Verwechslungen gibt. Wir sind tatsächlich beim Tour. Okay. Und schauen jetzt hier mal rein. Aishi Tindari. Mit Ambientbeleuchtung hier. Die Ambientbeleuchtung können Sie in verschiedenen Farben gestalten. Man kann also blau, gelb, rot nehmen. Und ja, gehen wir mal rum. Hier ist dann nämlich die Türe für den Gasbehälter eben etwas weiter hier rüber versetzt. Und ich mache jetzt hier mal Licht an. Und das ist jetzt hier schwarz mit roter Naht, Leder. Und wir haben jetzt hier auch noch ein bisschen geänderte Oberfläche. Auch wieder die dunkle Arbeitsplatte und den dunklen Tisch. Und hier ist jetzt endlich das neue Badezimmer. Da schauen wir jetzt mal rein. So, da musst du mal richtig reinkommen, Lena. Mhm. Und wir machen es jetzt einfach mal so, dass ich so ein bisschen zeige. Also das ist das Badezimmer hier aus dem Modell Cleverly. Und das hat eben immer schon dadurch bestochen, dass es etwas geräumiger ist wie beim Tour. Es ist also auch inzwischen so, dass die Toilette nicht mal so zum Rausschwenken ist, wie es bisher war, sondern jetzt fest installiert ist und man hier wirklich einen sehr, sehr guten Sitzkomfort hat. Man kann also auch wunderbar den Arm hier ablegen. Und wir haben dieses süße Aquaschbecken, was also für die Körperhygiene, Zähneputzen und so ein bisschen Gesichts und so weiter ganz gut ausgelegt ist. Auch geändert hat sich beim Tour die Oberschränke. Die sind ja, das war ja im Modelljahr 22 schon der Fall, im Badezimmer verarbeitet. Und das ist eben auch schön, dass eben, wenn man mit zwei Personen verreist, beide eben ihren eigenen Hygienebereich haben. Einmal, zweimal. Und also ich finde, der Tour hat jetzt hier wirklich doch noch deutlich an Nutzungsvorteil gewonnen. Das Badezimmer ist wirklich eine tolle Bereicherung der Modellreihe und sehr schön. Gefällt dir das auch, Lena? Ja. Ja. Okay. Wie bei allen anderen Modellen auch unser tolles neues Kochfeld und eben die bewährte Liegefläche im Schulterbereich von 1,40 Meter. Und das ist natürlich für ein 5,40 Meter Fahrzeug ein echtes Highlight. Ja, haben wir noch irgendeinen vergessen, Lena? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Nee. Keine Ahnung. Ja, also wir haben den Tour uns angeschaut. Den Celebration, den Vario Kids. Den Vario Kids haben wir dazwischen genommen. Aus Versehen. Den hätten wir aber sowieso gezeigt. Also nur ein bisschen vorgezogen. Ja, Ranne haben wir schon gesagt. Dann die Neuheiten von Renault und Mercedes. Also auch eine super Sache. Und wir haben natürlich unsere beiden H3-Fahrzeuge, den Maxi Van und den Flex, der ja als Längsschläfer jetzt mit Schlafdach optional möglich ist. Wir können noch mal einmal hier so ein bisschen rumfilmen. Alles ist ein bisschen entspannter. Wir haben Samstag, es ist kurz vor Feierabend und wir haben die Gelegenheit wahrgenommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich habe das so ein bisschen im Schnelldurchgang heute gemacht mit Ihnen. Ich hoffe, das war jetzt in Ordnung. Besteht die Möglichkeit gerne dazu, uns in unser Schwelmer Autohaus besuchen, Nordstraße 19, 58332 Schwelm. Sie wissen, wir haben einen Konfigurator, wo alle Messer-Highlights konfigurierbar sind mit neuen Preisen, mit neuen Optionen. Und es gibt also auch, das ist eine Exklusivoption von unserem Autohaus, auch eine Trockentrenntoilette, die Sie jetzt mitbestellen können. Im Konfigurator sind schon erste Bilder unter www.clever-reisemobile.com können Sie konfigurieren, können Sie sich alles anschauen.
Ich freue mich auf Ihren Besuch in Schwelm oder Ihren Anruf unter 02336 479165 und sag bis dann und vielen Dank. Tschüss.